Hallöchen, ich lade euch ein, wieder mit dabei zu sein. Es gibt wieder ein neues Video von mir und ich stricke und rede dabei. Wenn ihr mir also ein bisschen zuhören wollt, dann bleibt dran und lasst euch überraschen, was für Themen heute so ein bisschen drankommen. Ich habe mich entschlossen, das Ganze verstrickt mit Anja zu nennen, anstatt Stricktalk. Also den Hashtag habe ich ja schon richtig eingeblendet im anderen Video, trotzdem hier nochmal. Verstrickt mit Anja. Das wäre jetzt also der Hashtag. Vielleicht habt ihr ja Lust und macht gern mit. Ich würde mich wie gesagt freuen und ich zeige euch jetzt vielleicht erstmal, wie weit ich gekommen bin. Denn ich habe ein bisschen weiter gestrickt. Den ganzen Teil, ihr habt irgendwie hier so ein Stückchen mitgekriegt, habe ich zu Ende gestrickt, bin bis zur Ferse gekommen. Die habe ich auch gestrickt. Eine Boomerang-Ferse. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich bisher vielleicht in meinem Leben nur Boomerang-Fersen gestrickt habe. Wie gesagt, ganz sicher bin ich mir nicht mehr, was ich so vor ein paar Jahren mal gestrickt habe. Und bin jetzt schon in dem Fußteil ein Stückchen voran. Und ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut, dieses Ebenmäßige mit den rechten Maschen. Also, wenn es ein bisschen langweilig erscheint, die ganze Zeit rechte Maschen zu stricken, es passiert seltener ein Fehler als hier oben. Deswegen, ja. Ich freue mich darüber, dass die Socke wächst und bin gespannt, wohin mich das jetzt hier führt, dass ich hier euch ein bisschen mitnehme beim Stricken. Und ich muss sagen, ich stricke gerade im Moment sehr, sehr gerne und gestern Abend musste ich mich wirklich zusammenreißen, um aufzuhören zu stricken. Denn ja, irgendwann tun mir dann doch die Finger ein bisschen weh oder ich kann fast nicht mehr sitzen oder es ist einfach schon ziemlich spät, dass ich eigentlich schlafen gehen sollte. Also, ja, da habe ich noch nicht den richtigen Mittelweg gefunden. Ich bin dann so ganz oder gar nicht und dann möchte ich immer eigentlich weitermachen, anstatt aufzuhören oder eine Pause einzulegen, was zu trinken. Das ist auch so eine Geschichte, die sollte ich auch ab und zu mal machen. Vergesse ich zwischendurch tatsächlich, aber eventuell mal. Was gibt's Neues hier aus dem Wellnessparadies Falkenhof? Ich kann euch nur sagen, ich habe so einiges mittlerweile über mich gelernt. Also zum einen, dass ich es gar nicht so schlimm finde, allein zu essen. Muss ich tatsächlich sagen, ich hatte vorher ein bisschen Schiss davor und hatte auch gewisse Hemmungen, bis mir dann so eine Begrifflichkeit direkt am zweiten Abend, glaube ich, in den Sinn gekommen ist, und zwar die Langsamkeit des Essens. Mir ist aufgefallen, natürlich esse ich schneller, wenn ich kein Gegenüber habe, denn ich habe niemanden zum Unterhalten. Allerdings heißt es ja nicht, dass man schneller essen muss, man darf ja trotzdem das Essen genießen. Und das ist eine Sache, die habe ich hier definitiv gelernt. Denn ich habe mir von Anfang an gesagt, ich möchte ohne Handy, Buch oder dergleichen zum Essen. Ich bin natürlich ein Stück weit darauf angewiesen, wie schnell die Küche ist, wie schnell das Servicepersonal ist, die hier alle super freundlich sind und richtig toll. Also ich muss mich auf diejenigen verlassen und darf nicht einfach erwarten, dass das zack zack läuft und ich in 20 Minuten fertig bin mit 4 Gängen. Also das funktioniert einfach nicht und macht auch keinen Sinn. Das heißt, ich habe mittlerweile gelernt, entspannt zu sitzen, zu warten, entspannt zu essen in aller Ruhe. Und ich habe tatsächlich auch, was ich vielleicht nicht so oft tue, am Nebentisch die beiden Herrschaften, also die Dame und den Herrn, angesprochen. Denn ich habe mitbekommen, dass die Dame etwas von Rückenschmerzen gesagt hat. Und hier im Trainingsraum bei den Geräten stehen nicht nur Trainingsgeräte, ein Laufband, ein Fahrrad und so weiter, sondern hier stehen auch 3 Mini-Trampoline und zwar von der Marke Bellicon. Wer mich schon ein bisschen länger kennt oder mich auf Instagram schon länger verfolgt, weiß, dass ich selbst ein Bellicon habe und es liebe. Und dieses Bellicon hat einfach den Vorteil, dass es ein richtig tolles Gerät ist, qualitativ, da es mit den Seilen einfach viel, viel besser ist, viel schonender ist für die Gelenke, für den ganzen Körper, als ein
Mini-Trampolin mit Federn. Am besten Stahlfedern. Das heißt, ich habe dieser Dame empfohlen, doch mal so ein Bellycon auszuprobieren. Schließlich gibt es hier auch eins mit Haltegriffen. Das ist durchaus für jemanden, der noch nie drauf stand oder der vielleicht auch einfach schon ein fortgeschritteneres Alter hat, sicherer, wenn man sich auf ein Bellycon stellt mit Haltegriffen. Ja, und wie ich erfahren habe, hat sie es auch ausprobiert und hat auch gemeint, sie merkt es sehr deutlich und sie fand es eigentlich ganz gut soweit. Und das ist etwas, worauf ich mich, glaube ich, nur einlassen konnte, weil ich einigermaßen gelassen war beim Essen und überhaupt in der ganzen Situation und mich nicht zu sehr gestresst fühle davon, was denken denn vielleicht die anderen, wenn ich hier alleine sitze und esse, wieso gucken die alle mich an, was möchten die alle oder guckt die Bedienung mich mitleidig an. Nein, das alles kann ich im Moment zumindest mittlerweile sehr gut von mir fernhalten und finde ich ganz gut an mir. Ebenso die Gelassenheit, die ich im Moment bei dem Sockenstricken habe. Habe ich auch festgestellt, dass mich das weniger stresst. Das heißt, ich stricke einfach vor mich hin und ich mache mir keine tausend Gedanken vorher schon, wie würde nur die Ferse funktionieren, kriege ich die hin auf Anhieb, mache ich da nicht was falsch, verliere ich irgendwo eine Masche oder dergleichen. Ja, lauter solche Gedanken habe ich sonst oft beim Stricken und hatte ich auch schon beim Sockenstricken, aber im Moment ist da wirklich eine sehr große Gelassenheit und die mag ich sehr gern, denn ja, somit wird es zu einem entspannten Hobby und keinem Ich will, ich muss und bestimmten Ansprüchen, die man erfüllen sollte, die man sich aber selbst nur aufstellt. Deshalb, vielleicht liegt es dann irgendwann auch im Alter, dass man dann eher Socken strickt, weil man so ein bisschen gleichförmig weiß, was als nächstes kommt. Man hat in dem Sinne keine großen Veränderungen der Form, sondern bestimmte Teile sind wiederkehrend, wie eben ein langes Stück geradeaus, eine Ferse, wieder ein Stück geradeaus und die Spitze. Das sind so Dinge, die kommen immer wieder. Man kann die natürlich unterschiedlich gestalten, jeden einzelnen Teil, aber insgesamt ist die Form doch recht gleichförmig und man weiß, man macht das gleiche ja danach nochmal. Das heißt, wenn man es einmal geschafft hat, weiß man exakt, dass man genau das gleiche jetzt dann nochmal macht für die zweite Socke. Vielleicht kriegt ihr das mit Wetter ein bisschen mit. Heute ist es durchaus sonnig. War es gestern ein bisschen, allerdings nicht sehr, und vorgestern war es richtig sonnig. Da war ich ein bisschen unterwegs in Schärding. Schärding ist eine kleine österreichische Stadt am Inn gelegen. Genau auf der anderen Seite des Inns liegt Neuhaus am Inn. Das ist dann in Deutschland. Finde ich sehr spannend, dass es auf der Karte erst ausschaut, als wäre es eine große Stadt, die eben über den Fluss hinweg geht. Und ja, im Moment ist aber der Inn genau die Grenze dessen. In Schärding habe ich nämlich auch gelesen, dass, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob Russland, ich hoffe, ich verquatsche mich jetzt hier nicht und erzähle irgendeinen Schmarrn, also auf jeden Fall, dass ein Land Schärding für sich beanspruchen wollte, aber Schärding dann Bayern zugesprochen wurde, sprich, Schärding war auch schon mal bayerisch und gar nicht österreichisch. Das finde ich durchaus spannend, gerade so ein Städtchen eben am Rande eines Landes oder einer Grenze. Kann ja durchaus sein, dass das schon mal zu verschiedenen Staaten gehört hat. Und jetzt eben im Moment ist Schärding in Österreich und ich fand es sehr nett dort. Wie gesagt, ein kleines Städtchen. Und es ist auch durchaus nicht verwunderlich, dass, ja, dass so ein Städtchen an einem Fluss, an einem großen Fluss entsteht, denn früher war ja der Fluss etwas Lebensnotwendiges, nicht nur für die Handelsstraße, sondern auch natürlich um zum Überleben. Man brauchte ja schließlich Wasser und da war die Lage doch eine recht gute. Allein die Fahrt dorthin oder auch wieder dort weg hat mir sehr gefallen, über die große Brücke, über den Inn, denn auf dem Heimweg hat dann auch die Sonne wunderbar geschienen. Und der Hinweg war auch sehr kurz, also von Bad Füssing aus waren das 15-20 Minuten, recht viel mehr war es gar nicht. Und dann war ich schon dort, das war sehr, sehr schön. Deshalb, ja, wer hier in der Gegend irgendwie Urlaub macht, ich finde es ganz nett, da mal hinzufahren. Ich habe den Tipp mit einem halben Ohr mitgehört von
ja, anderen Gästen hier im Haus und habe mir gedacht, vielleicht gucke ich mir das mal an. Und ich habe es mir tatsächlich mal angeguckt und dachte, ja, das ist ein ganz nettes Städtchen. Von der Aufmachung her, von den Häusern, von den Fassaden, auch von dem Gewusel, das ich dort erlebt habe an einem Montag. Und ganz nett, dass diejenigen dort gerade auch Weihnachtsdeko abgebaut haben. Irgendwie fand ich das ganz schön, wie gesagt, dieses Gewusel und diese Geschäftigkeit dort. Aber eben auch die Aussicht, also auf den Inn, oben von den Burgmauern, historische Burgruine, wie auch immer. Sehr, sehr schöner Blick auf den Inn. Da kam die Sonne auch gerade rechtzeitig raus und vielleicht ist es ja mal was, um da auch länger zu verweilen. Ich hatte jetzt an dem Montag ein bisschen Pech, weil viele Sachen zu hatten, viele Cafés. Und natürlich auch die Tatsache, dass nach den Feiertagen gerade Anfang oder Mitte Januar nicht unbedingt alles offen hat, weil alles über Weihnachten und Silvester offen hat, aber danach vielleicht sogar eben Betriebsferien, Betriebsurlaub hat. Gestern, wie gesagt, das Wetter war nicht das Allertollste. Es hat dann auch ziemlich geregnet. Habe ich mich trotzdem rausgetraut und habe einen kleinen Shopping-Ausflug unternommen nach Pocking. Pocking ist nicht weit von Bad Füssing. Das sind 7 Kilometer vielleicht. Und vermutlich braucht man auch nur 10 Minuten deswegen, weil man durch Bad Füssing 30 fährt. Also ihr versteht, wie ich das meine. Es ist die nächste Stadt und ja, eigentlich ganz nett soweit. Es gibt so eine, wie soll ich es denn nennen? Also dort sind 2 Kreisverkehre und an diesen Kreisverkehren liegen viele Läden. Ein Tefi, ein Fressnapf, ein DM, ein Reno, ein Rossmann, ein weiter hinten ein Obi, ein Deichmann, ein Lidl, ein Netto, ein Rewe, glaube ich auch noch. Also es sind ganz viele Läden da aneinander, fast wie so ein Neubaugebiet für die ganzen Läden. Und ich habe mich dort ein bisschen umgeschaut. Es gibt auch ein kleines Outlet und ich dachte, vielleicht gibt es da auch ein paar schöne Sachen. Habe tatsächlich auch ein schönes Kleid gefunden und daraufhin ging dann die Reise erst so richtig los, denn dazu brauchte ich jetzt natürlich auch noch schöne Schuhe. Die habe ich tatsächlich auch noch gefunden, nicht im Reno, aber dafür im Deichmann. Und habe dann natürlich auch noch eine Strumpfhose mir besorgt und jetzt wäre ich bereit und könnte am Samstag ein bisschen um die Häuser ziehen. Mal gucken, ob das hier machbar ist. Es gibt hier den Haslinger Hof. Dort finden verschiedene Tanzmusik, wie auch immer, Veranstaltungen abends statt. Allerdings hat mir jetzt nur eine am Samstag zugesagt, von der Musikauswahl her. Und wenn das Wetter passt und ich die Lust dazu habe, dann werde ich da ausgehen und mir einfach mal hier in Bad Füssing das Nachtleben anschauen, wie das so funktioniert. Ich bin gespannt, ob da dann was los ist oder ob ich da so ganz alleine verloren bin und ob ich da vielleicht auch falsch angezogen bin. Wir werden mal sehen. Und ansonsten einfach mal schauen, wer sich da so rumtreibt an einem Samstagabend am Haslinger Hof. Ja, nochmal zu meinem Bellycon möchte ich zu sprechen kommen. Also das Bellycon liebe ich sehr. Ich habe es jetzt mittlerweile 2 Jahre und habe auch die Seile vor kurzem ausgetauscht, da die dann irgendwann nicht mehr so gut klangen. Auch wenn ich es nicht komplett ausgeschöpft habe, würde ich mal behaupten, in diesen 2 Jahren. Das heißt, also ich habe es definitiv nicht so oft verwendet, wie ich das wollte, gerade am Anfang dieser 2 Jahre. Eher weniger, aber im letzten Jahr dafür umso mehr. Was mache ich mit dem Bellycon? Tja, ich schwinge darauf. Schwinge deshalb, weil es für die Gelenke besonders gut ist und durch eine gewisse Gewichtsverlagerung unser Gleichgewichtssinn natürlich trainiert wird. Abgesehen davon bin ich noch bei Pure Life. Pure Life ist eine Plattform, auf der werden verschiedene sportliche Angebote gemacht, Sportkurse angeboten zu verschiedenen Themen. Das heißt, man kann dort auch einen Aerobic-Kurs machen oder einen Thai-Boxing-Kurs oder auch Yoga, das mache ich auch ab und zu. Oder eben auch Bellycon. Und beim Bellycon ist es so, je nach Trainer hat man ein Stück weit mehr Kraft, mehr Gleichgewicht oder mehr Koordination dabei. Alles davon finde ich sehr gut und ich liebe die Zusammenstellung der Übungen. Denn man ist ständig in Bewegung, man ist danach wirklich K.O. Allerdings,
wenn man sich dann 10 Minuten ausgeruht hat, geht mir zumindest so, dann habe ich sofort wieder Lust darauf und würde sofort wieder draufsteigen. Das heißt, der Spaß ist das, was für mich am meisten zählt. Wenn ich keinen Spaß dabei hätte, würde ich es nicht so konsequent machen, wie ich das im Moment mache. Hier im Urlaub ist es natürlich dann schwieriger, allerdings, wie gesagt, gibt es hier ja auch 3 verschiedene sogar in der Auswahl. Und ich habe heute das eine auch ausprobiert, das eine von den 3, und habe gemerkt, ja, eigentlich fallen mir doch ganz viele Übungen aus diesen Kursen, aus diesen Online-Kursen ein. Und die kann ich dann alle verwenden und alle Übungen irgendwie aneinander rein und für mich in einer sinnvollen Wiederholungsanzahl und Reihenfolge durchmachen. Und so ist es dann passiert, dass ich glaube, ca. 40 Minuten auf dem Bellycon war und danach ziemlich fertig. Und mich macht sowas dann glücklich und ich bin dann sehr froh, wenn ich das einfach mal hier nutzen kann, ohne dass ich mir eben... ohne dass die Sorge begründet war, denn ich hatte mir erst noch gedacht, ach nein, jetzt wo ich gerade schon wieder so viel Lust habe, auf dem Bellycon Sport zu machen, jetzt fahre ich in den Urlaub und kann es eben nicht mitnehmen. Und schwuppdiwupps, ich bin hier und merke, oh ja, hier gibt es auch eins. Also nicht nur eins, sondern sogar 3, und ich habe die Wahl und das finde ich sehr schön, denn das hätte ich definitiv nicht erwartet und ja, mir nicht mal zu träumen gehofft. Deswegen umso schöner, dass ich so überrascht wurde. So langsam wird mir bewusst, ich bräuchte mal ein Maßband, um dann irgendwann zu sehen, wie weit ich denn noch stricken muss für den Fuß. Oder ich muss mir an meinen Fuß halten. Dann fehlt noch ein ganzes Stück. Ja, also Sport mache ich sehr, sehr gern auf dem Bellycon. Nicht unbedingt jeden Tag, aber spätestens jeden zweiten eigentlich. Und ich mache eben auch gerne Yoga. Meditieren auch ganz gerne. Tatsächlich bin ich aber im Urlaub noch gar nicht so oft dazu gekommen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht sollte ich gleich mal nach dem Stricken ein bisschen meditieren. Jedenfalls hilft mir das sehr und ich finde das sehr, sehr angenehm. Deswegen wundert es mich gerade, dass ich das noch nicht gemacht habe. Auf jeden Fall sind das solche Sachen, die... Da habe ich für mich herausgefunden, die tun mir gut und deswegen mache ich sie gerne. Und jeder sollte so ein bisschen schauen, was für einen selber am besten passt. Also ich sage nicht, dass jeder Bellycon zu Hause haben muss und darauf schwingen muss, sondern sucht sich lieber jeder das, was einem gefällt. Es muss auch nicht jeder Yoga machen, es muss auch nicht jeder meditieren. Aber für mich ist die Kombination aus Bellycon, was durchaus Kraft, Gleichgewicht, Koordination beinhaltet, als auch Yoga, was natürlich viel auch Dehnenhaltung beinhaltet, und Meditation für die innere Haltung oder die innere Dehnung, sind genau die Punkte, die ich sehr, sehr gerne im Moment mache und die mich weiterbringen. Bei denen habe ich eben den Eindruck, das hilft mir, deswegen mache ich es ganz gerne. Was macht ihr denn für einen Sport? Vielleicht werde ich ja noch auf etwas aufmerksam, was ich noch nicht kenne oder noch nicht ausprobiert habe. Grundsätzlich bin ich eigentlich auch ein Fan vom Bowlen, aber ich merke einfach, dass meine Körperspannung, meine Kraft relativ wenig ist. Und bei mir ist das Problem, ich kriege ab und zu dann Angst, dass ich nicht weiterkomme oder auch nicht wieder runterkomme. Und das ist so ein bisschen das Schlechteste dran, wenn man mitten an der Wand hängt beim Bowlen. Ja, deswegen ist das immer nur so eine Sache, dazu traue ich mich irgendwie so einmal im Jahr oder einmal in 2 Jahren und danach irgendwie dann nicht mehr so oft. Und dann dauert es erst wieder, bis ich Lust drauf habe, aber ja. Grundsätzlich auch etwas, was mir Spaß macht, aber eben nicht allzu häufig. Genauso wie so Dinge, die man einfach fast nie macht. Schlittschuhlaufen zum Beispiel, Inliner fahren mache ich leider auch nicht mehr so oft. Habe ich früher sehr, sehr gerne gemacht. Radfahren mache ich eigentlich schon noch ganz gern. Dazu muss mir aber immer das Wetter passen. Ich bin kein Allwetterfahrer und sage, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern schlechte Kleidung, sondern ich bin wirklich ein Schönwetterradler. Also da muss es schon passen. Jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das ist ein Stück weit persönlicher und privater. Ich bin gespannt, was ihr darauf schreiben werdet, denn ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da dran teilnehmt und mir da ein bisschen Ratschläge erteilt. Also ich habe folgende Situation: Für mich ändert sich
in diesem Jahr 2018 einiges. Das heißt, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen ändert sich etwas. Und das möchte ich vielleicht ein bisschen nutzen. Das heißt, vielleicht habt ihr so den ein oder anderen Tipp für mich, was ich noch so tun könnte. Ich hätte jetzt schon so ein bisschen die Idee, vielleicht noch, wenn es zeitlich machbar ist, ein Praktikum zu machen oder mal für Tage oder stundenweise irgendwo reinzuschnuppern. Das fände ich ganz spannend. In andere Berufe zum Teil auch nochmal. Denn ja, irgendwie besteht da Interesse bei mir. Und genauso möchte ich aber auch im Privaten sagen, okay, ich möchte vielleicht auch neue Dinge ausprobieren. Vielleicht habt ihr so ein paar Tipps für mich, was man so machen kann, gerade in so einer Umbruchsphase, wenn man das Gefühl hat, okay, es ist so ein Neubeginn, es ist so ein bestimmter Abschnitt des Lebens geht zu Ende, ein neuer beginnt, und vielleicht habt ihr da die ein oder andere Anregung für mich, was ich noch tun könnte mit dieser Zeit, mit diesem Moment, mit dieser Phase, um ja, vielleicht auch mich noch ein bisschen kennenzulernen oder um einfach mal auszutesten, was traue ich mich, was möchte ich denn. Und das merkt man manchmal erst, indem man Dinge macht und manche Dinge gefallen einem und andere wiederum nicht. Dann weiß man zumindest, was man nicht mag. Vielleicht habt ihr da die ein oder andere Idee. Ich finde es sehr gut. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir das schreibt in den Kommentaren. Dann bin ich gespannt auf eure Ideen und auf das, was mich dann erwartet. Denn, wie gesagt, gerne probiere ich einfach mal was Neues aus und teste mal, wie so manches sich anfühlt oder so ist. So, das war's jetzt aber auch schon. Ich habe schon wieder eine ganze Weile geredet und ihr habt mir zugehört. Vielen Dank dafür. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, wenn euch was zu den Themen einfällt. Ich freue mich auch über grundsätzlich jedes Kommentar. Also auch wenn ihr mir einfach nur schreibt, ihr findet das entspannend, wenn ich hier sitze und stricke und euch ein bisschen was erzähle. Ihr habt hoffentlich entweder mitgestrickt oder euch eine Tasse Tee genehmigt, vielleicht auch Kekse dazu. Immer diese Kekse in meinem Kopf. Vielleicht sollte ich mir mal den einen oder anderen genehmigen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt einfach Tschüss sage für heute, denn ja, ich habe noch ein paar andere Dinge vor und möchte noch lesen. Und beim Lesen, da brauche ich mich nicht unbedingt filmen, jedenfalls nicht hier sitzend für eine halbe Stunde oder so. Also verabschiede ich mich jetzt und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, wenn es bei euch auch so ist wie bei mir jetzt gerade. Die Sonne kommt ein bisschen raus. Dann genießt auch gerne das Wetter draußen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Verstrickt mit Anja. Tschüss!